Listen to this. My eyes themselves are lenses. Oh. You didn't know? Nein. Of course not. Why are you being so mean? You act like you're not interested. I'm a really dexterous bear. See how smoothly my fingers move? What am I even looking at? Ow! Oh, wie gemein. Hm? You dropped something. Oh, that's a pair I kind of screwed up on. Ooh. Ach du Kack. Yukiko? How do I look? Großartig. Sieht natürlich aus bei dir. Awesome. Do you like that one, Yuki-chan? I want to wear this one. It's even got a nose guard. Oh, no you don't. How very unfortunate. That pair doesn't have the right lenses in. Guess I should have made an actual pair. Tja. Aw, too bad. Here, Chie, your turn. Oh je. Ah, man. All right, fine. Jetzt kommen wir zur nächsten Charakteristik von Yukiko. Sie kriegt Lachflashes. A lot. How'd it come to this? Yukiko-san? Hello? There goes one of Yukiko's laughing fits. I never thought she'd do it when someone besides me was around. These stupid glasses are useless for investigating. Ah, I mean, what the hell's this nose for anyway? Nice work, huh? That's what happens when you guys leave me here alone and I get bored. Well, I'm glad that she's in high spirits again, I guess. Oh, Chie, the look on your face. It was so funny. I can't stop. Oh, oh, my stomach. Ja, wir gehen wieder zurück für heute. Ja, Spoiler-Alarm, sie wird noch mehrere dieser Lachflashes haben. The fourth and the fifth. Oh, steht da ein Urlaub in der Zeitung? I think I might be able to get the fourth and the fifth off. Really? 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 What, you don't believe me? Nein, anscheinend nicht. It's always cancelled. Not every year. Anscheinend wohl doch. I know you wanted to go to Jeunesse, but I wouldn't mind going a little further out of the neighborhood. Das klingt doch schon besser. Really? Can we go on a trip? Well, it might be okay to go on a trip once in a while. I'm sure it'll be crowded everywhere, though. Ja, und? Yay! We're going on a trip! Hmm. All right, all right. Then we need to think of some place to go. How about you? You want to come along with us? Klar. Awesome! Looks like Nanako wants us all to go. So, wir machen einen Familienausflug mit den Dojimas während der langen Ferien. Geil. Super. Da freuen wir uns doch. Let's be
branches. Das auch noch. Yeah, good idea. We're always eating side dishes for dinner. But I can't cook, and Nanako's not good enough yet to make them by herself. Oh, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Verdammte Axt. Well, it'll work out. That's what we got this guy for, huh, Nanako? Yay! Box lunches! Yay! Wie süß. Nanako ist zufrieden. Und wir wurden dazu verdonnert, die Mahlzeiten für die Familie zu machen. Na, großartig. Ein Ausflug, ne? Ja. Da haben wir ja noch was vor uns, Mensch. Und ich entschuldige diesen Krach gerade da draußen, aber hier draußen fangen irgendwo da an einer Straße weiter so Bauarbeiten an, die sich für den Rest des Jahres hier durchstrecken, da hier Wasserleitungen verlegt werden. Und irgendwann werden diese wahrscheinlich sogar noch weiter hier sein. Naja, egal. Wir sollten eigentlich versuchen, definitiv noch ein Level Up bei Knowledge zu kriegen. Bevor die Prüfung ansteht. Ja, Yukiko ist auf jeden Fall ein Charakter, die ist mit physischen Angriffen relativ schwach, aber hat dafür sehr viele Skill-Punkte und ist stark im Umgang mit Skill-Angriffen dementsprechend. So. Da der Zwischenfall fürs nächste erstmal geklärt ist, ruhen wir uns aus. Und wir sind im Mai angekommen. Juhei! Und es ist Sonntag, das heißt, wir haben unseren freien Tag. Wir fragen uns, ob heute Nacht was im Midnight Channel läuft. Wir können nur Tee trinken und abwarten. Aber was machen wir heute? Ja, was jeder an seinem Sonntag so macht. Hey, da hier ist Chie. Hast du Zeit, um in den Fernseher zu gehen? Nur weil Yukiko dabei ist, dachte ich, wir könnten ein bisschen trainieren und ja. Nee, ich hatte eigentlich vor zu lernen, denn, ach, wir haben ja den Kalender gar nicht, fällt mir gerade ein. Der hat man bei Persona 4 Golden nämlich, da kann man auf den Kalender gucken, um zu sehen, wann wichtige Sachen anstehen. Nur denn, wir lernen eine Runde und hoffen, dass wir vielleicht einen kleinen Bonus kriegen. Ja, einmal. Und... jawohl, ja. Nice. Sehr, sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir Abend. Oh, wir sind runtergekommen. Ja, wir trauen uns raus aus unserem Loch. Nanako, was machst du denn so? Ja, du freust dich auf den Urlaub. Und auf unseren Trip. So, und da der Sonntag ja so geil ist, lernen wir am Abend gleich nochmal. Ja, welch perfekter Sonntag. Mann, ey. Könnte ich kotzen an solchen Tagen. Freitag saufen, Samstag saufen, Sonntag für Zwischenprüfungen lernen. Oder sonstige Prüfungen. Bei uns in diesem Fall sind es die anstehenden Zwischenprüfungen. Und Montag regnet es natürlich, was geil ist. Oh. Oh, und Yukiko, guten Morgen. Es regnet. Aber es wird nicht nach Mitternacht regnen. Ah ja. Jedes Mal, wenn es regnet, als ich dort drüben war, da müsst ihr doch... Ja, wir waren panisch vor Angst. Oh, es tut mir leid, ich wollte nicht so erschreckend wegen. Die goldene Woche fängt morgen an, nicht wahr? Hast du irgendwelche Pläne? Ja, haben wir. Also wir fahren mit der Familie weg. Ah, ich verstehe, das muss hart sein.
Aber es sieht zumindest so aus, als hätten wir die ganze Woche über klares Wetter. Das wäre nett, wenn friedlichen Tage wie diese hier bleiben. Aber die Mysteriositäten sind noch nicht gelöst. Und wir sollten dort drüben hingehen, um stärker zu werden. Ja, ja. Jetzt gehen sie dann alle auf die Klöten damit. Aber wir haben auch noch ein Real Life. Ja, und das sieht leider so aus. Oh ja, Gelaber über die goldene Woche. Und vergesst nicht, ihr seid Schüler. Das ist das Wichtigste. Ja, ja, Sklaven nur. Unter deiner Knute. Eure Pflicht ist zu lernen. Ihr habt keine Zeit, rumzualbern. Besonders die Mädchen. Diese Röcke sind viel zu kurz, verdammt. Seid ihr so verzweifelt nach Aufmerksamkeit oder was? Ihr Mädchen gibt der Schule einen schlechten Ruf. Versucht doch mal anständig zu sein zur Abwechslung. Meine Fresse, der hat's auch. Und für die Jungs gilt, der größte Wert wird erreichbar bei denen, die ihre wertlosen Dings da unterdrücken. Naja. Desires, ihre Absichten. Die Idee ist für die Idioten und ach man. Ja, Zwischenprüfungen sind nächste Woche, egal. Die Ergebnisse der Leute mit niedrigen Punktzahlen werden veröffentlicht, um sie zu erniedrigen. Ja, wenn ihr nicht vor Scham im Boden versinken wollt, dann lernt hart. Wenn ihr es gut macht, wer weiß. Werdet ihr populärer und ihr wisst, Popularität führt zu Frauen? Das würde er natürlich nicht sagen. Ja, aber nun denn, wir haben seiner Ansprache hier zugehört, seinem Schulunterricht und unser Wissen erhöht sich. Was weiß nicht, was da ein Wissenswertes jetzt war, aber naja, solange es uns einen Bonus gibt, be my guest. Nun denn, speichern wir mal wieder eine Runde, weil wir schon so lange nicht mehr getan haben. Und ja, was machen wir ja heute jetzt eigentlich? Ich denke, wir könnten heute mal wieder die Mega Beefball Challenge in Angriff nehmen. Da es regnet und heute auch, glaube ich, kein Tag ist, wo wir am Band-Training teilnehmen könnten. Und selbst wenn, ich denke, unsere Werte zu erhöhen ist wichtiger. Naja, speichern wir erst nochmal. Könnten eigentlich nochmal, oder? Ach, egal. Können wir immer nochmal machen, wenn es regnet, Items kaufen oder so, zu vergünstigten Konditionen. Gehen wir ins Restaurant. Und wir haben natürlich wieder die Promotion Beefball Challenge für 3000 Yen. Yuppie-day und Yuppie-day. Und kleiner Boost im Wissen wäre... Gut. Wir müssen vor den scheiß Prüfungen noch ein Level dazu kriegen. Das wäre optimal. So, bla 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 bla. Ja, können sie immer noch nicht beenden. Aber unser Verständnis, Mut und Fleiß. Verdammt, kein Wissen. Schade. Naja. Kann man nichts machen. Gehen wir nach Hause. It's evening und... An Inaba Credit Union ATM to the north of town was destroyed today by an earth mover. And all cash inside was stolen. Ach du Kacke. The vehicle, which was abandoned at the scene, had been reported stolen by a local contractor. Since the culprit was able to act quickly before the security guards arrived on the scene, the police have... failed. Mal wieder. That's late.
Er kommt gar nicht erst nach Hause, wa? Oh, Telefon. Is this Daddy? Hello, Dad? Yeah, I'm okay. This is Daddy. Oops. Keine guten Nachrichten? Yeah. Oh, Gott. Ach du Scheiße, das klingt so, als wäre da... He said to give you the phone. Unser Urlaub. He can't take those days off. Oh Gott, nein. Ach, die arme Nanako. Alone. Sorry, but I'm gonna be late tonight. Make sure you lock up before you go to sleep. And about that time off on the 4th and the 5th, one of the younger guys got sick. Gut gemacht. And, well, that case he's handling, we can't just let it sit. Looks like I'm the only one who can take over for him. Ja, arme Nanako. Sorry to spring this on you all of a sudden. How's Nanako holding up? Would you mind comforting her for me? Thanks. Alright then. See ya. Dürfen wir das mal wieder ausbaden? Großartig. Ja, Nanako ist in ihr Zimmer gegangen. Und wir... am nächsten Montag fangen unsere Prüfungen an. Wir haben noch eine Woche Zeit, noch ein Level abzukriegen für unser Wissen. Das sollte eigentlich reichen. Da dürfte nicht mehr allzu viel fehlen. Ich speichere mal eben hier. Lieber ein paar mehr Saves machen. Manchmal spackt meine Memory Card ein bisschen rum. So. Gutes Ergebnis erzielen, dann werden wir beliebter. Komm, Bonus, gib mir einen Bonus, gib mir einen Bonus, gib mir einen Bonus. Verdammt. Shit. Dienstag. Heute ist Konstitutionstag. Egal, wir haben frei. Constitution Day. Ich weiß gerade nicht genau, was es ist. Verfassungstag? Constitution? Ist das nicht eine Verfassung? Ich kenne mich leider nicht so mit den japanischen Feiertagen aus, muss ich sagen. Ah, guten Morgen. Nanako schaut Fernsehen wie gewöhnlich. Oh! Scheint, als wäre jemand hier. Wer ist? Chie! Das ist aber nett, Chie. Du besuchst mich zu Hause. Ach, mein Herz erwärmt. So sehr. Das erste Mädel, was mich zu Hause besucht. You're home. Hey, if you're free today, wanna go somewhere? Yukiko's coming too. Yeah. How about you, Nanako-chan? Wanna come? Hey. Na komm schon, das macht Spaß. Komm mit uns. I can come? Ja, aber sowas von doch. Yeah, of course you can. Da freut sie sich aber. Naja, da können wir doch ein bisschen wieder was gut machen dafür, dass es mit dem Ausflug leider nicht so ganz geklappt hat. Also unternehmen wir einen Ausflug zu Juness. Na toll. Ich dachte, wir fahren vielleicht an den Strand oder sowas. Ja, wir treffen uns mit Yosuke, der immer noch arbeitet, und Yukiko.